Beim Schlendern über die Gebäudeenergietechnik 2011 bleibt der Blick an einem knallorangenen Prachtstück hängen, dem Tesla Roadster. Jetzt ist die Automobilmesse hier in Freiburg ja gerade erst zu Ende. Michael Gerber, Sie sind der Geschäftsführer von Gerber Energiesysteme. Warum haben Sie denn den Roadster nicht auf der Automobilmesse gezeigt? Ja, das ist ein ganz besonderer Roadster. Das ist ein Tesla Roadster. Es ist ein Elektrofahrzeug. Und da wir das Thema regenerative Energien in unserem Unternehmen betreuen, haben wir gedacht, zeigen wir mal, wie schön regenerative Energien auch aussehen können. Sportwagen und elektrisch klingt ja jetzt eigentlich so ein bisschen, als ob das nicht zusammenpasst. Kommt der denn von der Stelle? Also das ist genau der Vorteil von der Elektromobilität. Das Fahrzeug hat einen Drehmoment von 400 Newtonmeter, was gewaltig ist. Und der große Vorteil ist eben, dass dieses Drehmoment sofort anliegt. Das heißt, beim normalen Verbrennungsmotor ist es so, wenn Sie dort das Gaspedal betätigen, dann geht es halt ein Weilchen, bis das Fahrzeug Geschwindigkeit aufnimmt. Und hier haben Sie im Prinzip die geballte Kraft sofort am Gaspedal hängen. Und das Fahrzeug hat eine Spitzengeschwindigkeit von 220 Stundenkilometer und das ist recht fix. Und wie schnell von 0 auf 100? In 3,8 Sekunden. Nicht schlecht. Okay, wie lange dauert das denn, bis ich den aufgeladen habe, den Roadster? Also es hängt ein bisschen ab von der zur Verfügung stehenden Energiequelle. Also wenn man es jetzt mit einer normalen Schuko-Steckdose laden würde und der wäre völlig entladen, dann würde das wahrscheinlich so um die 30 Stunden dauern. Das ist relativ lange, darum hat das Fahrzeug eben so eine Ladebox, wo man mit Drehstromkabel laden kann. Das heißt, man hat dann 32 Ampere Drehstromanschluss und dann dauert ein kompletter Ladezyklus ungefähr 3 Stunden. Kann ich denn den Wagen, wenn ich mich jetzt verliebt habe, schon bestellen, kaufen? Ja, also das Fahrzeug ist ein Serienfahrzeug, also wird nicht jetzt irgendwie speziell gefertigt, läuft ganz normal von der Serienproduktion. Allerdings findet das Fahrzeug reißenden Absatz, also im Moment sind die Wartezeiten so ungefähr bei 1,5 Jahren und vielleicht wird sich das nochmal ein bisschen verkürzen, weil eben die Produktion jetzt hochgefahren wird. Wie viel? Kosten. Also Basismodell geht so bei 100.000 Euro los und der dieser Ausstattung, wie er jetzt hier steht, der liegt ungefähr bei 130.000 Euro. Also das ist im Prinzip das Ladekabel. Das ist, wie man schon sieht, ein recht dickes Kabel, weil da halt eben kräftig Energie innerhalb kurzer Zeit durch muss. Das Ganze funktioniert eben so, dass man, wie beim normalen Auto auch, eben den Tankdeckel öffnet. Weil es ein Elektroauto ist, ist es dann auch schön gleich beleuchtet, dass man auch den Weg im Dunkeln findet. Und dann führt man diesen Stecker hier auf diesen Kontakt ein, dreht ihn um, verriegelt das Ganze und dann wird das Fahrzeug geladen. That's it. Und was hat er unter der Haube? Also unter der Haube haben wir im Prinzip im hinteren Bereich eben den Akkupack. Da sind um die 6000 Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Da ist das Getriebe und der Motor. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs haben wir zum einen einen kleinen symbolischen Kofferraum, aber das ist bei allen Roadsters so, das ist halt an für sich einfach der Platz zu eng. Und dann haben wir hier unter der Verkleidung befinden sich jetzt die Akkus. Das sind eben diese 6000 Lithium-Ionen-Akkus. Das sind herkömmliche Akkus, die aus dem IT-Bereich kommen. Also im Prinzip Akkus von Laptops, Notebook-Geräten, weil die eben in großen Stückzahlen auch schon gefertigt sind und eben auch vom Preis her recht attraktiv sind. Der Tesla Roadster, ein Elektrosportwagen hier auf der Gebäudeenergietechnik 2011. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.